Geht's dir besser? Ja, scheint zu wirken. Tja, leider wird die Wirkung schnell nachlassen. Das Mittel hat dir höchstens ein bisschen Zeit verschafft. Kann es weitergehen? Ich schaff das schon. Ashley ist wichtiger. In dem Fall wissen wir, was zu tun ist. Dann komm, Sancho Panza! Retten wir Prinzessin Dulcinea! Du tust dir bloß weh. Hey, das war meine Lanze. Okay, ist gut, ich komm ja. Was ist da für dich drin? Kein Grund, misstrauisch zu sein. Ich will einfach bloß helfen. So, meine zwei besten Freunde sind da und damit herzlich willkommen, zum Elfenpack. Seltene Ware im Angebot. Das hoffe ich doch. Ich hätte gerne Erste Hilfe. Haley. Vorrätig, Fremder. Rohstoff nehmen wir noch, den mit brauchen wir später für Handgranaten. Gute Entscheidung. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Das Leuchten irritiert mich ab und zu. Ist da noch irgendwie was, was leuchtet? So, haben wir jetzt. Mein Rücken angenehmer. So, drei Heilungen haben wir. 2+1 Granados. Da brauchen wir noch ein bisschen Schießpulver. Gut! Dann geht's weiter. Das wird jetzt eventuell eine Stelle werden in dem Part. In dem Kapitel, wo ich dann öfter sterben werde. Nicht so leicht, jemandem zu vertrauen, der mal für Umbrella gearbeitet hat. Du weißt es also. Umbrella ist erledigt. Um die brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Worauf bist du aus? Ich will mich wohl in meiner Haut fühlen. Es wieder gut machen. Sowas in der Art. Aber schauen wir mal, was ich sag wollte. Genau, hier könnte man mit dem Raketenwerfer das aufspringen und das da komplett ignorieren, aber ich habe halt nur einen Schuss und 160.000 Pesos und ich kann es maximal zweimal kaufen, von daher ja, kämpfen wir uns halt hier durch. Bringt ja alles nicht. Hätten wir Gesellschaft. Was machen wir? Wir gehen da durch und fertig. So. Also gut, dann wollen wir mal. Hoffentlich wird man nicht überrannt. Als ob du dich verwandelt hast, wo auch immer du bist. Nein, aus. Oh Gott! Oh. Ja, ja, den wird man nachher noch. Der wird nachher noch nerven. Du weißt, was zu tun ist. Der wird weggekickt. Aus dem Weg. Da kommen noch einige mehr. Nein! Schön! Aua! Ah, wo kommt denn der jetzt her? Komisch, dass mir das keinen Schaden macht. Da kommt er her. Oh Gott! Natürlich! Mit Verwandlung! Man könnte sie ja sonst nichts im Leben. Sag mal, könnt ihr auch mal alle sterben hier bitte? Durch, du bist ein Weg. So. Weg mit dir. Hopp mal, Bobo. So. Dann holen wir uns das ein bisschen Loot. Oh, da hat sich schon wieder irgendjemand verwandelt. Das ist doch nicht schön. So, Luis, bist du? Gut. Hier oben müssen wir ein wenig aufpassen, weil auf dem Profi-Rang haben wir hier oben eine kleine Überraschung. So, auf der Treppe ist ein momentan Kenner. Ganz vorsichtig. Aber das letzte Mal wurde ich ja instant gekillt. Hallo! Und weg mit dir! Und weiter. Und weg mit dir. So, kurz nachheilen. Kick. Hübsch. Das war nicht leicht.
Ja, das kriegen sie dann. Ah, da haben wir noch Loot. Den Loot nehmen wir natürlich mit, das wurden halt eine neue Gegnerwelle gespawnt. Okay. Find's geil, wie sie sich selbst ab und zu in die Luft jagen. Langsam habe ich genug. Ja, nicht nur du. So, jetzt geben wir mal den regulären Weg eigentlich. Weil unten gibt es auch noch ein bisschen Luther. Oh, dreimal. Oh, schwere Granate und dreimal rotes Kraut. Holy moly. So. Wer gibt mir die Überraschung? Da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was. Blauer Edelstein. Da keine Ahnung, wo der andere ist. Egal, wir gehen weiter. Da sind jetzt noch drei. Eins. Ja, ich mach das schon was. Und um die Ecke ist da noch einer. Alles klar mit dir, Luis? Gut. Moin. Da ist das Quest-Item, was wir brauchen. Schießpulver? So langsam müssen wir es haben. Ja, mach kurz. Eine weitere Granate. Ihr wisst ja, der Loot. 100.000 haben wir fast. Ist auch nicht schlecht. Dann holen wir uns doch das kleine Schätzkästchen mit. Für noch mehr Manetrus. Und weiter geht's. Ja, und dann haben wir gleich einen Bosskampf. Es geht Schlag auf Schlag und das sollte man vielleicht weggehen. Luis, Achtung! Da kommt was. Auto. Den Tor hab ich doch. Sicher, dass du bloß ein Forscher bist? Ich bin nur ein normaler Typ, der zufällig gut bei Frauen ankommt. Der normale Dude. Da war noch was, oder? Ne? Okay. Nach Ihnen, werter Herr. Ein wahrer Gentleman. Du schuldest mir was. Luis, über dir! Wir sind quitt. Läuft das bei dir immer so? Ja, zwei Stück. Das ist ja nicht so, als hätten wir Kapitel 4 schon einen. So, wir kümmern uns erstmal um den normalen, sag ich jetzt mal. Oh Gott! Ah! Meine schöne Rüstung. Aua. Das ist auch gerade sehr ungünstig hier gerade alles. Sehr ungünstig. Lass ihn in Ruhe. Ah Gott. Ja, also man kann die auch so besiegen und kriegt dann Edelstein. Ach komm. Komm, lass mich das Ding machen. So, den ersten Hit machen. Nice! Ja, aber was nicht nice ist, ist der andere Dude. Der ist gepanzert, den machen wir im Moment noch keinen Schaden. Ich hasse den Angriff. Sorry, halt unseren Freund kurz beschäftigt. Ja, ich versuch's. Wo willst du hin? Aber schön, dass der Automat ganz bleibt. Ich renne einfach wegen dem Kreis.
Alter, der ist halt also schnell. Aua! Hast du mir den Opa gegeben hier? Was denn da los hier? Luis! Beweg dich mal! Leon! Hier drüben! Ich komme! Autsch! Oder auch nicht. So, da werden wir mal wieder. Es hat tatsächlich jetzt nochmal 10 Minuten gedauert. Ich muss das ganze Dynamiten-Spektakel nochmal machen. Dann hoffen wir mal, dass ich jetzt diesmal nicht sterbe. Weil ich habe keinen Bock, das nochmal zu machen. Ah, der müsste halt in der Mitte, ne? Oh Gott! Ich hab doch ausgewichen! Nein, nein. Ach, ja. Nein, 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 nein. Die sind alle viel zu nah. So. Ja, das stirbt man nicht. Lass mich doch in Ruhe. Hallo, mich sollst du angreifen. Du nicht. Der andere. Oh Gott. Da wird doch in Ruhe! Ich bin hier der Richtige! So. Komm, Digga! Ja, komm! Reicht es? Ah. Schnell! Mach! Hopp! Ja, das sollte eigentlich funktionieren. Adios. Schauen wir mal, wie es mit der zweiten Phase funktioniert. Das wollte ich sehen. So. Der andere macht sich nicht so leid. Ja, Luis, kannst abhauen. Ich kümmere mich um alles. Eventuell. Soll ich. Au! Ach, ich versuch's. Beste macht's nicht mehr lang. Ja, das stimmt leider. Luis, beeil dich bitte. Autsch. Ah, Gott. Da wollte er mich grappen. Das hat man auch schon. Ah, perfekt. Er war genau oben drüber. Wenn du noch das Ding erwisch. Das hat schon mal funktioniert. Ah, perfekt. Wo ist das Ding? Luis, Achtung. Los geht's. Gut. Hätten wir es geschafft. Kannst du deinem Kumpel. Leider halt wieder eine Heilung verbraucht. Eine haben wir noch. Das ist natürlich jetzt alles zu geil. Schießmunition. Da kann man auf jeden Fall mal eine schwere Granate und noch eine schwere Granate machen. Dann haben wir schon mal vier. Falls irgendein ekliger Boss kommt, können wir da noch mal ein bisschen was machen. Da komme ich jetzt nicht rein, ne? Na, egal. Ich komm schon. Machen wir schön einen Kletterparcours. Na los. Er stöhnt da rum, ey. Was ist da los? Wie sieht's aus? Ist da noch jemand? Oh, da ist noch eine Granate. Die holen wir uns noch. Die können wir uns doch noch. Irgendwo hier haben wir noch eine Granate. Wir haben 4 normale und 4 großartige. Jawohl. Aber jetzt kommt noch eine eklige Passage, wo ich auch sehr oft sterbe. Das war eigentlich noch das harmlosere. Die pferchen die Dinger sogar hier unten ein. Aber wir können, glaube ich, speichern nach dem. Es sind 2 Abschnitte. Der erste Abschnitt ist noch nicht so schlimm. Aber der zweite. Wird das Problemchen sein. Geschlossen in uralte Bernsteinvorkommen.
Na klar, was auch sonst. So, kann ich hier schon mal speichern? Du willst doch nicht etwa mit diesem Ding fahren. Jawohl. Siehst du noch eine andere Möglichkeit? So, dann müssen wir schon mal die Boss nichts mehr machen. Das ist doch schon mal irgendwas. Schieb uns an, Sancho. Wen nennst du hier Sancho? Schieb! Jetzt fährt er gleich an zu blären. Wir kippen! Du musst nach rechts! Hey, wir haben's eilig, oder? Ach, übrigens. Ich hab nur 10 Schuss, ey. Das ist immer. Stehst du auf Nervenkitzel? Ich hätte so viele geile Waffen gerne, aber. Wir entgleisen! Am Arsch entgleisen wir! Ja, ja, hab ich schon. Hey, wechsel das Glas! Wenn nicht, sind wir matsch! Das habe ich bis jetzt einmal geschafft. Da kann ich auch die Waffe nicht wechseln und so weiter. Also ich muss mit der Waffe, die ich habe, muss ich damit zurechtkommen. Wir kriegen Besuch! Pass auf! Der ist schon mal down. Down. Ring nachladen. Down. Da kommt gleich noch ein zweiter. Ah Gott. Da vorne! Schieß auf die Bretter! Bretter. Das slippt bis jetzt. Endlich haben wir mal ein bisschen Ruhe. Du bist aber nur. Linkskurve! Ich bin doch schon nach links geneigt. Nächste ist eine Rechtskurve! Zwei platzierte Treffer hier. Nachladen. Können wir kaputt machen. Bringt jetzt nicht allzu viel, aber weil wir es können, den müssen wir auch. Weil der hat was Explosives, der rennt dann voll rein und ist instant tot. Das wollen wir natürlich auch nicht. Aber bis jetzt läuft es eigentlich ziemlich gut. Das da, hier schalten wir um. Und dann sollte man die erste Passage schon geschafft haben. Wie gesagt, die zweite ist dann das Problem. Ich hoffe, ich kann dazwischen drin nochmal speichern. Weil bei manchen Schwierigkeitsgraden ist dann eine Speicherstation, bei manchen nicht. Und da weiß ich es immer nicht so genau. Den Gas ist gerade noch so hält, ne? Noch keine Ahnung, einen Meter weiter nach vorne und jo, Feierabend. Träum weiter. Jetzt geht's erst richtig los. Ja, da hat er leider recht. So. Oh Gott, wir können hier speichern. Das ist doch schon mal nice. Weil ich glaube, bei Veteranen ist hier zwar auch diese Holzkiste, aber nicht die Schreibmaschine. So. Da ist jetzt ein Typ, den ignorieren wir einfach, indem wir ihn auf den Kopf schießen. Ja, vielleicht schießt man nochmal. Weil gleich geht's weiter mit der wilden Lutz. Wir könnten auch ins Gebäude noch rein, aber naja. Keine Lust. Schauen wir mal, ob wir das First Try schaffen. Okay, weiter geht's. Weil es gibt dann so einen Kettensägen-Dude und der macht halt instant K.O. unseren Wachen. Falls er mich erwischt, das ist immer so das Problem. Da, wir schauen einfach mal. Ansonsten hier aber zum Glück gespeichert. Haben auch keinen langen Weg, von daher. Sollte das doch passen. Ja, gut, den können wir erstmal noch ignorieren. Und BAM! Die soll komplett nicht ignorieren. Ja, die treffen mich dann wahrscheinlich. Okay, ein Treffer ist noch in Ordnung. Hopp, lass mich. Ah. Oh shit! Schieß den weg! Ah, gekappt. Weil da bin ich auch manchmal gestorben. Weil ich dann gerade am Laden war und dann. Oh Gott.
Und ihr seht, unser Wagen hat schon ein bisschen was abbekommen. So, das verkacke ich auch immer. Ja, das... Manche schaffen das instant, aber ich schaff's halt nicht. Aber egal, jetzt kommt halt das Schwierige. Schauen wir mal. Müssen wir uns um die kümmern. Gleich wieder aufladen. Gleich, gleich. Laden und jetzt hier. Ah Gott, da werde ich jetzt wahrscheinlich. Sieht nicht gut aus. Ich hoffe, die Lore hält. Ja, da, und da trifft er mich öfters immer. Bitte, lass mich laden. Ach Gott sei Dank. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, noch nicht ganz, aber das Schwierige haben wir hinter uns. Scheiße, das Ding wird kippen! Ich frage mich überhaupt, ob das überhaupt kippen kann. Also ich bin noch nie gestorben dabei. Das geschafft, können wir gleich. Gott sei Dank speichern. Gleich speichern. Dass wir das nicht nochmal machen müssen. Aber eigentlich passt das ganz gut. So, jetzt müssen wir noch einen kleinen Umweg machen. Als ob du da nicht rechts drüber laufen könntest, ne? Aber nee, jetzt müssen wir noch einmal so ein Bullshit jetzt machen. Na los. Wo viele Insekten jetzt auf uns warten. Aber gut. Sollen wir nächstes Mal Waffen wieder? Dich habe ich gesehen, mein Freund. Was auch wichtig ist, hier ist auf jeden Fall ein gelbes Kraut. Das nehmen wir uns natürlich sehr gut. Schießpulver. Ich hab's geahnt. Pass auf! Diese Dinger können sich tarnen. Wow, das sagst du mir jetzt. Wir haben das in den Kapillarschutz. Ja. Nicht nur du! Wie wär's mit wenig. Oh Gott! Wir gehen erstmal wieder einen kurzen Step zurück. Denkt die. Louis, hübscher Arsch, aber momentan keine Zeit dafür. Hey, sag mal, willst du mich umbringen? Ja, du bist gerade im Weg. Ein kleines bisschen im Weg bist du, Louis. Ja, wir können halt die Dinger da abschießen. Oh Gott! Ja, die halten Ding mehr aus. Louis! Was zum Teufel soll das werden? Was denn ich? Da gibt's halt vier Stück, die kann man dann nach und nach dann erst abknallen. Buja! Der chillt da einfach so ganz gemütlich. Lolala. Lass dich bloß nicht stören. Lol, das ist auch noch einer. Jetzt habe ich wieder ein, zwei getriggert. Louis, weg. Hm, haben wir noch einen Loot?
Da haben wir noch einen. Ach Gott, wieder mehr haben wir auch noch einen. Warte mal, können wir wieder Komplettheilung machen plus Erweiterung. Aber wenn die Erweiterung trotzdem nicht so viel bringt, gefühlt bin ich trotzdem nach 2 Hits tot. Das können wir machen. Kleiner Schritt. Das war ein Fiester und wir haben da was freigesprengt. Wo dann noch mehr Loot auf uns wartet. So, 100.000 Pesos haben wir jetzt schon. Dann haben wir hier noch ein kleines Schätzchen. Ein Goldplättchen. 10k in the Dash. Hoch. So, dann gehen wir wieder zurück. Wir machen hier mal Exklusivus. Das sind aber noch mehr. Keine Sorge. Okay, gerade ist keiner da. Dann knallen wir das noch weg. Gut, dann gehen wir weiter. Ja, ich habe ihn zwar gesehen, aber das jetzt schon dich aktivierst. Da ist mein bester Freund. Da gehen wir doch mal rein. Und dann haben wir wenigstens einmal kurz zu Ruf. Warum tust du dir nicht was Gutes? Ja, na, immer doch. Willkommen. Na dann. Hast du erste Hilfe? Nö, hast du nicht. Schade. Nehme ich das noch mit? Besser zu gut vorbereitet. Dann verkaufen wir ein bisschen was. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. So brauchen wir nicht. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Fremder, komm jederzeit wieder. Wie viele Pesos haben wir jetzt eigentlich? Was war eigentlich es? Also den zweiten Granatwerfer kann ich mir, Granatwerfer kann ich mir auf jeden Fall auch leisten. Jo, und ich denke mal, das war's dann auch mit diesem Kapitel. Dann sehen wir uns im nächsten wieder, oder? Richtig hier. Los! Dein Stündchen hat geschlagen, mein Freund. Puh, bin ich erledigt. Da weiß man solche Technik doch zu schätzen. Ich kapiere es nicht. Warum dein Leben riskieren? Du kennst uns doch gar nicht. Habe ich doch gesagt. Damit ich mich besser fühle. Komm schon, sei einmal ehrlich. Los Illuminados. Ich habe für sie gearbeitet. Siehst du, wusste ich's doch. Euch zu helfen, macht das nicht wieder gut. Das weiß ich. Aber ich will nicht, dass noch mehr Menschen zu Schaden kommen. Wenn das so ist, häng dich gefälligst rein. Harsche Worte für einen Knappen. Endlich raus aus dem Höllenloch. Die frische Luft ruft unseren Namen. Porfin. Denn wenn wir erstmal hier sind, bedeutet das, wir sind fast... Fast was? Luis! Lange nicht gesehen, Rookie. Major Krauser? Was soll das? Warum? Sicherung von Diebesgut. Und nebenbei Beseitigung von ein paar Ratten. Einfacher Job. Ashley. Das waren Sie. Du kapierst schnell. Was hab ich dich gelehrt? Messer sind schneller. Nicht schlecht. Ich hab vergessen, dass da noch was kommt. Sind doch noch nicht ganz fertig. Wir fangen gerade erst an, Luke. Leider.
ist jetzt nur Messerkampf, ne? Ich kann keine Waffen benutzen. Werden Sie von diesem Kult kontrolliert? Das hat nichts mit denen zu tun. Ich hab mich jetzt. Das ist auch nicht so mein Lieblingsding, wenn ich keine Waffen hab. Zu langsam. Ah, Gott. Und Kick! Major, Sie können nicht klar denken. Ich denke klar wie nie zuvor. Jetzt konzentrier dich und zeig mir, was du kannst. Sie haben uns getötet. Keine Ehre, keine Gnade. Nur zerstörerische Kraft. Es ist falsch, das Gleiche für mich zu wollen. So. Und Kick! Nur den kann ich natürlich nicht runterkicken. Ich verstehe Sie ja. Was passiert ist, ist unverzeihlich. Aber Sie können deshalb nicht unschuldigen Menschen schaden. Du bist immer noch ein Kind, das sich an eine Fantasie von Gut und Böse klammert. Was ist das? Den wollte ich gerade wegkicken. Machst du etwa schon schlapp? Ich doch nicht. Shit! Ja, okay, ich mache gleich schlapp. Puh, ey. Aber das war's jetzt wirklich. Genug gespielt, Rookie. Du hast dich kein Stück verändert. Was für eine Enttäuschung. Mein Freund, ein herber Verlust für die Frauen dieser Welt. Nicht reden. Nimm den. Der Schlüssel zu meinem Labor. Geh dorthin und entferne die verdammten Parasiten. Ashley. Ich hab ein scheiß Leben geführt. Aber jetzt, hä? Was denkst du, Leon? Menschen ändern sich, oder?